Schaut mal, hier im Pausenmenü gibt's auch einen kleinen Text. Die Tankstelle erreichen, nachdem er seltsame Manuskriptseiten findet, die nach seiner eigenen Arbeit aussehen, wird Wake von seltsamen, finsteren Wesen angegriffen. Er kämpft um sein Leben und flieht zur Tankstelle. Und damit hallo allerseits und willkommen zurück bei Alan Wake. Erstmal gehen wir hier den gelben Zeichen nach. Das Zeichen ist das gleiche wie in der Hütte da hinten. Leuchtpistole nehmen. Rüsten die automatisch aus? Sieht man da in der Mitte und oben rechts ist halt eine 1 zu sehen. Werde ich mir ab sofort merken. Hoffe ich. Ich war gerade frische Luft schnappen und ich sage euch, was für eine Nacht. Ihr liegt vermutlich fast alle schon im Bett, aber wenn ihr noch wach seid, gönnt euch was Gutes. Geht einfach kurz vor die Tür und atmet tief ein. Die Nacht ist absolut ruhig, der Himmel kristallklar. Es ist, als würde auch der Wald ganz ruhig atmen. Ihr kennt mich als Nachteule. Und in Nächten wie dieser wünsche ich, dass ich nicht im Studio sitzen müsste. Da träumt ein alter Mann wie ich davon, nochmal drauf loszuziehen. Aber ich bin hier. Und wer würde euch durch die Nacht begleiten, wenn nicht ich? Oh, und anscheinend bin ich nicht der Einzige, der noch wach ist. Hallo? Wen habe ich dran? Hallo, Pat, hier ist Maurice Horton. Hallo, Maurice. Was machst du gerade? Also, ich war gerade mit Toby Gassi. Ja, ist es nicht wunderbar draußen? Ja, klar. Aber Pat, weshalb ich anrufe? Toby hat etwas im Unterholz gewittert und ist losgerannt. Und jetzt ist er weg. War bestimmt ein Hase. Bestimmt. Toby liebt Hasen. Na, bestimmt. Also, ich dachte, wenn irgendwer Toby sieht, könnte er ihn einfangen. Meine Nummer steht auf dem Halsband. Ist Toby ein lieber Hund? Oh, Toby liebt Menschen. Für gewöhnlich kommt er zurückgelaufen, aber wir waren ziemlich weit weg und er ist einfach losgeprescht. Ein großartiger Hund, aber manchmal ist er etwas dumm. Ja, Maurice, jetzt haben es alle gehört. Ich hoffe, Toby ist bald wieder da. Ja, danke, Pat. Gute Nacht, Maurice. Würde mich nicht wundern, wenn als nächstes ein Schattenhund auf uns zukommt. Stern klar, ist klar. Schön einatmen. Qualm? Nee. Nebel. Irgendwie ist es Realität, aber irgendwie eben auch nicht. Das ist sehr interessant. Ich werde erstmal das verbrauchen, was wir am meisten haben. Das ist gerade die Revolvermunition. Wenn es eng wird, dann vielleicht mal die Schrotflinte auspacken und wenn es ganz eng wird, dann die Leuchtpistole, aber das dann wirklich nur als letzte Option. Da kommen wir nicht mehr hoch, hä? Diesmal aber wirklich nicht so wie vorhin beim Zaun. Hier gibt es gleich wieder einen Kampf, weil hier kommt jetzt Musik auf. Das heißt, Musik, hier wird es ernster. Na, guten Tag. Ich will eine Zwischensequenz, du Arsch. Wow, Baum, blöder Typ, du. Ich dachte, es geht ohne. Ah, ohne. Hinter uns ist doch jemand. Nee? Eine Axt. Wow. Ja, da flog eine. Okay, das machen wir jetzt nicht. Das war knapp.
Nein, 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 nein. Ist nur noch der eine. Hoffe ich. Jetzt kommt noch das Symbol. Jetzt ist nämlich Zeit dafür. Oh. Nein, voll. Au! Blöder Arsch. Was steht da? Safe Haven? Oder? Ja. Sind die beiden jetzt generell abgehauen, nur weil wir im Licht standen, aber gerufen war, da ist das Gefolg, Geschmeiß. Oh, die kommen ein bisschen zu schnell, ey. Wir müssen die wirklich anleuchten. Hab das Gefühl, dass wir gar nicht wirklich zielen brauchen, einfach bloß in die grobe Richtung schießen. Kopfschüsse, habe ich das Gefühl, bringen nicht mehr als was anderes. Voll. Okay, ist aber nett, dass das Spiel damit zeigt, Achtung, hinter dir ist einer, hör auf. Au. Drei Schüsse und die sind weg. Okay, es bringt, glaube ich, am meisten, wenn man die einfach mal ganz kurz anleuchtet. Also man kann damit am meisten Batterien sparen, kurz anleuchten. Dann schrecken sie erstmal zurück und dann kann man normal weiter leuchten. Ohne den Fokus. Ohne den Power-Modus. Kommen hier jetzt unendlich welche nach oder muss man einen gewissen Punkt erreichen? Bevor ich die Batterien jetzt liegen lasse. Ich dachte, da liegt einer. Nein, das war nur ein Stein. Ach, voll. Hm, ich wollte Q drücken. Ja, okay. Ich betrat die Garage der Tankstelle. Dort war es dunkel und still. Es herrschte Chaos. Es sah aus, als habe jemand den Ort verwüstet, als habe hier ein Kampf stattgefunden. Durch eine Hintertür drang Licht in den Raum und ich ging auf sie zu. Ohne Vorwarnung blendete mich ein grelles Licht. Ein alter, tragbarer Fernseher auf einem Regal war wie von selbst zum Leben erwacht. Es war unmöglich, doch ich sah mich auf dem Bildschirm wie von Sinnen redend. Okay, ist etwas komisch, wenn man das schon vorher erfährt. Voll die Spoilerei. Allerdings, das mit den Krähen haben wir noch nicht erlebt. Na gut, dann gehen wir mal weiter. Genug umhergeschweift. Geschweifert.
Oh Mann, schon wieder Batterien, die wir nicht nehmen können. Was ich auch toll finde an dem Spiel, dass man hier keine direkte Gesundheitsanzeige bekommen hätte, dass du noch 20 Lebenspunkte. Man muss es halt abschätzen. Und das macht das Spiel, wie ich finde, es stellt das dann alternativ ganz schön gut dar. Ich schätze mal, die ganzen Holzfäller sind jetzt so ein Geschmeiß für zwischendurch und dann gibt es nochmal so einen Zwischenboss, wo dann der Stucky der große Gegner ist. So habe ich zumindest gerade das Gefühl. Schmeißen hier mit Steinchen. Oh Gott, die fallen, rollen uns über den Fuß. Wenn wir nicht aufpassen. Ist immer das Zeichen. Das S. Mit dem I drunter oder das I mit den beiden Haken drüber? Da ist aber ein bisschen abgehackt, da fehlt etwas. Leuchtpistole. Achtung, gleich wieder wechseln. Waffe nachladen. Zack. Wir haben in Summe 5 Slots. Okay. Gucken, was nachkommt. Kettensäge mit Batterien betrieben. Nee, muss ja schon was zum Schießen sein. Ist hier noch ein Zeichen? Heißt das, gehört das noch mit hier dahinter oder? Weil das ist jetzt der Hauptweg, habe ich das Gefühl. Stehen da Leute? Schatten? Nein. Wie eine Spinne. Wenn das Ding nicht nochmal kurz nach vorne fährt. Wo kommen die denn auf einmal her? Puh. Ah, ich darf das nicht so früh drücken. Das habe ich irgendwie aus Tomb Raider drauf. Ständig mit Ausweichen und sich fortbewegen. Mache ich ja ständig da so, mich sofort bewegen. Aber das in dem Spiel anders, dann sollst du bloß ausweichen, wenn auch wirklich jemand schlägt. Zumindest sagt das Spiel mir, alles andere ist nicht effektiv. Komm, wegen den paar Batterien renne ich jetzt hinter. Ich meine, wir brauchen sie. Wer weiß, was noch alles kommt. Einmal dürften wir mitnehmen können. Oh, wir können nicht mehr rennen. Hat jemand geklaut oder haben wir die doch mitnehmen können? Naja. Wir werden schon nicht dran sterben, aber mitnehmen wäre schon nicht verkehrt. Das, was mitzunehmen geht. Ich lass mal etwas gemächlich laufen. Ah, es hilft, wenn man kurz mal so läuft. Da ist wieder ein Skript. Vielleicht Manuskript, vielleicht war das gerade bloß Zufall, aber kann ja nicht schaden, wenn wir Luft haben, wenn es wirklich ernst wird.
Warum baumelt denn das so? So ein Wind ist ja doch gar nicht. Die sind nicht gerade hoch aufgelöst. Hier gibt es wieder Helme mit Visier. Eine Schrotflinte gleich wieder. Da nehmen wir dann, denke ich mal, bloß die Munition mit raus. Wir haben ja schon eine. Oder kann man zwei nehmen und die Taschenlampe sich dann zwischen die Zähne klemmen? Fernseher. Ah, Fernseher. Dabei was. Gut, dann erstmal ferngucken. Forschung. Sie bringt denjenigen Unsterblichkeit, die mit ihr die Menschheit voranbringen. Newton, Einstein, Sagan, Prinzen der Wissenschaft. Aber der Preis ihres Erbes ist sehr hoch. In Night Springs. Heute Abend Quantenselbstmord. Okay. Wenn das Leben vorherbestimmt ist, muss man tapfer sein, um den Verlauf zu ändern. Auf einer Pressekonferenz will Dr. Barclay Colvin eben diese Tapferkeit demonstrieren. Meine Damen und Herren von der Presse, ich bin Dr. Barclay Colvin. Und ich freue mich, so viele von Ihnen hier zu begrüßen im Moorcock-Institut. Heute möchte ich Ihnen eine praktische Demonstration des Multiwelt-Konzepts zeigen. Wie Sie sehen, ist dies eine geladene 9mm-Pistole. Sie ist Teil eines Gedankenexperiments, das jetzt real werden wird. Der sogenannte Quantenselbstmord. Sagt er Selbstmord? Ist die echt? Macht er Witze? Bitte, bitte. Ganz ruhig. Es ist sicher. Schauen Sie, was passiert, wenn ich die Waffe an meine Stirn halte. Jetzt könnten Sie glauben, dass das ein Blindgänger war. Im Gegenteil. Dort der Blumentopf. Und doch kann ich mich selbst mit dieser Waffe nicht verletzen. Mit jedem Zug am Abzug entstehen zwei neue Realitäten. Eine, in der die Waffe nicht feuert, und eine, in der sie es tut. Mit diesem Gerät hier stelle ich sicher, dass meine Realität immer die erstere ist. Ich verleihe mir so selbst Quantenunsterblichkeit. Unter keinen Umständen kann mich diese Waffe töten. Also halt, halt, halt. Sie sagen, dass Sie bei jedem Schuss in einer anderen Realität sterben? Ja, ja, natürlich. Aber das ist völlig belanglos. Unendlich viele Dinge können jederzeit passieren und sie passieren auch immer irgendwo. Der Punkt ist, diese eine Sache passierte nicht hier. Sie sind verrückt, Colvin. Verrückt? Verrückt? Hey, muss das Ding eingesteckt sein? Ich bin gestolpert. Ihr Narren! Bestaunt die Quantenunsterblichkeit! Armer, armer Dr. Colvin. War Hochmut sein Verhängnis? Oder die Dummheit der Massen? Vielleicht hätte er sie nicht öffnen sollen. Die Büchse der Pandora. Denn Neugier hat oft böse Folgen. Night Springs. Die zwei Szenarien, die ablaufen. Soll ja auch gewissermaßen hier gerade. Realität und Traum. Oder Unwirklichkeit. Na, hätte er mal den Stecker reingesteckt oder hätte es einfach mal sein lassen sollen. Die Stimme von dem Sprecher, die kommt mir bekannt vor, sehr bekannt. Der hier gerade gesprochen hat. Was haben wir jetzt gemacht? Tor auf, oder wie? Die Hütte am Cauldron Lake? Fragte sie. Der Sheriff sah mich misstrauisch an. Das Morgenlicht schien durch die Bürofenster.
Ohne ihre Hilfe wäre ich wohl nie lebend aus dem Wald gekommen. Und doch konnte ich ihr nicht sagen, was mir wirklich passiert war. Sie würde glauben, ich sei ein Lügner. Oder verrückt. Sie würde mich einsperren. Und sie würde mir nicht helfen, Alice zu finden. Entweder Vorhersage oder eben das zweite Szenario, was hier nebenbei abläuft. Ah, ich hätte wieder F5 drücken sollen. Hier wird es jetzt wieder ernster. Gut, erstmal Gegner besiegen. Boah, unendlich Munition. Das hat aber auch was nicht Gutes. Da ist ein roter Ring am Fass. Heißt das, da ist es explosiv? Macht ja auch Licht, wenn es explodiert. Ich gehe mal lieber nicht drunter. Ah, jetzt kommt der Stucky. Bosskampf. Oh nein. Auch wenn die Fühler oberst stehen, braucht der Motorverdammte. Der ist nicht mehr dunkel. Ah, ich hab die Schrotflinte, oder? Wollte schon sagen, war doch nicht der Revolver. Ah, au! Boah, der kann sich teleportieren. Oder schnell fortbewegen. Okay, war zu früh. Oh. Vielleicht. Auch nicht, aber. Mann, du Arsch. Stuckys Körper verschwand und ließ nichts als lebenslange Albträume zurück. Vorausgesetzt, ich würde es lebend in das Tankstellenlicht schaffen. Erstmal hier kurz Generator anmachen, das Tor ist zu. Geht jetzt nicht mehr an. Der ist doch kaputt. Erstmal reingefitzt in das ganze Kampfgeschehen und die ganze Spielmechanik drumherum. Macht das richtig Laune. Ich frage mich gerade, ob ich die hätte benutzen können. Offenbar nein. Ich würde gerne mal das Nachladen sehen. Aber wir stehen uns doch ständig selbst im Weg. Wie aber auch nur maximal 42 Schuss drin sind. 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42. Revolver, 6 Schuss. Für die Trommel.
Aber ich finde Munitionsknappheit, mehr oder weniger, je nachdem wie verschwenderisch man ist, finde ich auch immer ganz gut. Das macht es einfach ja, spannender, herausfordernder. Wenn du weißt, du musst irgendwie haushalten oder einfach verdammt genau zielen, weil du eben weißt, du hast nur eine bestimmte Anzahl Munition und du kannst nicht 500 Schuss horten. Du hast halt bloß in dem Fall 42, dann ja, ist das schön. Trägt auch zur Atmosphäre bei. Müssen wir jetzt noch mit dem Gerät hier das Tor kaputt machen? Okay, Losknopf drücken. Oder treten. Die meisten Manuskriptseiten liegen direkt auf dem Weg, manche liegen abseits. Ich hoffe, ich habe noch keinen übersehen, aber ich habe irgendwie das Gefühl, da ist mindestens eine verloren gegangen. Und jetzt mal nicht abgesehen die Albtraumseite, die man vielleicht schon bekommen hätte können. Das 68. Fest. Ich erkannte den Festwagen, den ich und Alice bei der Ankunft in Bright Falls gesehen hatten. Die steht ja auch schon seit Ewigkeiten so verrostet und zugewachsen, wie die ist. Warum steht denn das hier rum? Warum räumt denn das keiner weg? Das sieht doch aus. Und zwar nicht so schön. Also atmosphärisch gerade passend. Aber wenn man hier lebt und wohnt, ist das doch nicht schön. Und Urlaubsleute schreckt man damit auch etwas ab. Nach dem Wahnsinn, den ich gerade in der Dunkelheit erlebt hatte, wirkten die Lichter der Tankstelle tröstlich. Ja, gebe ich recht. Absolut. Zumindest für einen Moment herrschte wieder Normalität. Also ich hatte jetzt noch gar nicht das Gefühl von, oh scheiße, ich habe richtig Angst. Allen voran liegt das auch daran, dass wir uns einfach wehren können. Spiele, wo man sich nicht wehren kann, finde ich kacke. Aber hier haben wir ein paar Schusseisen, ein paar Schießeisen und eine Taschenlampe. Wie war das in der Garage? Bis zum Hirschfest waren es bei unserer Ankunft noch 2 Wochen gewesen. Stimmte das Transparent, fehlte mir eine ganze Woche zwischen unserer Anreise und jetzt. Das Mist. Aber ein schönes Detail. Bums. Super bleifrei. Super Plus. Wie, gibt's hier keine Elektroautos? Das ist gut so. Oh, Straße. Darf man hier drauf? Ja. Wie weit dürfte man da? Ich weiß, wir sollten schnellstens Hilfe rufen. Zumindest sollten wir es versuchen, so schnell wie möglich Hilfe zu rufen. Aber erkunden, ich wo man da nicht mehr gucken kann. Um telefonisch Hilfe zu rufen. Ist auch ein Muss. Hintenrum könnte man nicht rein, okay. Jetzt habe ich mich, glaube ich, genug umgesehen. Geschlossen. War noch etwas erschöpft von der Sprinterei. Das sah gerade fast aus wie... In der Werkstatt herrschte Chaos. Es sah aus, als hätte sie jemand verwüstet oder als hätte ein Kampf stattgefunden. Ist das Dach runtergekommen? Ich schreibe weiter. Draußen ist es dunkel. Außerhalb der Hütte, außerhalb der Geschichte, nur Dunkelheit. Ich kann sie darin spüren. Ich rieche ihr Parfüm. Ich werde sie finden. Ich bringe das in Ordnung. Ich hole sie zurück. Die Geschichte wird wahr werden. Höre ich auf, ist sie verloren. Das gibt's doch nicht. Okay. Der durchgeknallte Typ im Fernsehen war ich. Wurde ich langsam verrückt? Er wollte Alistair aus dem See rausschreiben. Das ist schon cool gemacht. Nordic Walking.
Da ist ein Telefon. Mit Wählscheibe. Was sind das, Scheibenwischer? Hm. 68. jährliches Hirschfest. 15. bis 18. September. Spiele und Aktionen. Tombola, Wettangeln, Kuchenwettbewerb und Überraschungswettkämpfe. Live-Musik. Für die Kinder Hasenzahn, Charlie, Nachmittags und die unglaubliche Fantasie. Phantasmagorie. Von Montgomery, dem Magier, abends. Da müssen die doch schon pennen gehen. Verpassen Sie nicht die legendäre Hirschfestparade. Das ist der erste Text. Ah, okay, ist so. Der erste Text, der nicht vorgelesen wurde vom Spiel. Polizeiwache Bright Falls? Oh, zum Glück, Sheriff. Sheriff Sarah Breaker. Und Sie sind? Mein Name ist Alan Wake. Hören Sie, ich hatte einen Unfall. Meine Frau Alice, sie ist verschwunden. Ganz ruhig, Mr. Wake. Wir haben in einer Hütte auf der Insel übernachtet, im Cauldron Lake. Es gibt keine Insel im Cauldron Lake. Nicht seit dem großen Ausbruch in den 70ern. Bitte, ich bring Sie hin, okay? Sie haben einen heftigen Schlag auf den Kopf bekommen. Alles okay? Hören Sie. Wir werden uns das ansehen. Steigen Sie ins Auto. Wir fahren erst am See vorbei und dann gleich zum Revier. Okay? Mr. Wake, haben Sie Stucky gesehen? Den Typ, dem hier alles gehört? Ich begriff, dass ich nicht erzählen konnte, was im Wald passiert war. Sie würde mir nicht glauben. Und dann würde sie mir nicht mit Alice helfen. Boah, ist das cool gemacht. Ich wiederhole mich da gern. Oh Mann, was ist das denn für ein Hexenwerk? Candy-colored clown, they call the Sandman. Tiptoes to my room every night. And just a sprinkle stardust and a whisper. Go to sleep, everything is all right. I close my eyes. Then I drift away into I softly say. Das ist ja gerade interessant. Alan Wake ist damals als Episodenspiel rausgekommen, so wie zum Beispiel Life is Strange oder die ganzen Telltale-Spiele. Das war mir gar nicht bewusst. War das der Vorläufer von den ganzen Episodenspielen? Ich hoffe, die Musik ist auch auf YouTube ganz lieb. Ich habe mal im Let's Play Forum gefragt und da wurde gesagt, am Ende, ganz am Ende des Spiels, da ist die Musik auf YouTube böse. Hinsichtlich weltweite Sperre und so. Bisher bei Alan Wake. Ich kam nach Bright Falls mit meiner Frau Alice. Danke, dass du mitgekommen bist. Ich habe gedacht, dass du hier vielleicht schreiben könntest. Ich will es nicht hören! Verdammt, Alice! Jetzt wird sie vermissen. Alice! Alice! Ich erwachte hinter dem Steuer eines demolierten Autos. Ist da jemand? Mir fehlt eine Woche. Ich wurde von albtraumhaften Schattenmenschen angegriffen. Sheriff Breaker brachte mich zum See und zu unserer Hütte. Aber die Hütte war verschwunden. Folge 2. Besessen. New York, 3 Jahre zuvor. Der gleiche Mantel. Die gleiche Jacke.
Schatz, ich bin zu Hause. Hier hinten, Liebling. Wie war es? Das schlechteste Wetter aller Zeiten. Du solltest dir einen Kaffee machen, der wärmt dich auf. Das Wetter sieht gar nicht mal so schlecht aus. Irgendwie gemütlich, wenn man drin ist. Wie auch jetzt ganz anders wirkt, ist das wegen des Lichts hier drin? Alan Wake war also, oder ist ein Episodenspieler mittlerweile, vollständig erschienen. Die Kaffeemaschine einschalten? Naja, das machen wir zum Schluss. In der eigenen Wohnung, Tür verschlossen, wir können nicht rein. Wann spielt denn das Spiel? Bei solchen Telefonen? In New York. Ist ja jetzt nicht so ein Hinterdorf. Arbeitszimmer. Manuskript. Na, ich habe so viele nicht gefunden. Es waren noch mindestens 2, 3 in der letzten Episode. Nein. Es ist wahr, was man über den Sturz und jähen Halt am Ende sagt. Ich lag hier im Schnee, während sich die Szenen, die mich hergeführt hatten, immer wieder in meinem Kopf abspielten. Eine Wiederholung meines ganz persönlichen Snuff-Films. Ein Memoriam für meinen Leichnam. Allein auf meiner eigenen Totenwache. Wieder diese Metaphern. Die Femme Fatale war weg. Nur ein fader Nachgeschmack blieb von dem Kuss, der mein Tod war. Die Stimme kommt mir auch sehr bekannt vor. Das hier war ein spätes Lebwohl. 13 Jahre nach meiner Rache hat es mich schließlich eingeholt. Ich musste nun schon einige Zeit lang die Pein erdulden. Mein Blut färbte den Schnee rot. Ein grauenvolles Gebräu, in dem sich alle Schmerzmittel auflösten. Es tropfte gemächlich in den Gully herab, wo es mit der Gallenflüssigkeit der Stadt eins wurde. Ich kann sie nun sehen, meine Frau und mein Baby. So ist sie. Ich bin zu Hause. Hm, was sind das für Geschichten? Ah, F5. Was steht denn hier? Die Kaffeemaschine einschalten, vor 3 Jahren in einer glücklicheren Zeit. Kehrte Wake in New York nach Hause zurück, nachdem er Besorgungen erledigt hat. Das Bild vom Aufsteller. The Fall of Casey? The Things That I Want? Alex Casey? What I Can't Forget? Return to Sender. Alles Alex Casey, Thriller von Alan Wake. Ist das so wie Tom Clancy und Ubisoft? Ist aber eine kleine Wohnung. Gut, da hinten ist noch eine Tür und hier wird man auch nicht durchkommen können. Doch, okay. Aber die ist doch etwas größer als erst gedacht. Ach, schade, man kann nicht kacken gehen. Das Bad wiederum sieht etwas moderner aus als zum Beispiel das Telefon. Aber auch dieser Wandschrank, die Kommode oder was das sein soll, die sieht auch relativ futuristisch aus. Schlafzimmer mit Radio. Wegen des Eisregens und starker Schneefälle wurde für das Drei-Staaten-Gebiet eine Orkanwarnung ausgegeben. Die Bevölkerung wird gebeten, in den Häusern zu bleiben. Viele Straßen sind gesperrt und die Räumungsfahrzeuge können den Schnee nicht dauerhaft bewältigen. Das ist der dritte Tag des Schneesturms und eine Besserung ist nicht in Sicht. Draußen sind noch Polizeisirenen zu hören. Wir hatten das Bett nicht richtig gemacht. Warum bloß ein Kopfkissen? Die sind doch hier zu zweit oder teilen die sich eins? Okay, hier habe ich alles gesehen. Blümchen. Und schon wieder ein QR-Code. QR. Thermosflasche. Was macht sie eigentlich? Ist sie... Illustriert sie das Ganze? Scheint so. Ui.
das sieht so gemütlich aus von drinnen nach draußen. Schnee ist was Feines und vor allem Schnee beim Wehen zu gucken. Die Fenster wiederum, weiß nicht, ob das New York so Standard ist. Die sehen wiederum etwas altbacken aus. Einfach verglast? Schwer zu sagen. War schon schick, haben sie es hier. Für meinen Geschmack eine zu hohe Decke. Da hetzt man sich ja dumm und dämlich. Die Hälfte der Wärme ist über seinem Kopf. Bis unten alles vollgeheizt ist, dauert es etwas. Flachbildfernseher. Doch gar nicht so alt. Noch gar nicht aufgebaut. Da kommt er dahin. Dann gehen wir nochmal kurz zu ihr. Gucken uns ihre Werke an. Hey Liebling, das wird eine Hallo. Lange Nacht, aber diese Fotos werden wirklich großartig. Dann brauchst wohl eher du den Kaffee. Ich setze ihn auf. Aber erstmal zu Ende gucken. Da ist das Wave von Wake. Wie groß das Ding ist. Fotos. New York hat schon was, hat auf jeden Fall seinen sehr eigenen und auch sehr interessanten Charme, ich finde. Ich fand ja schon The Division toll. Wie lange sie wohl schon zusammen sind? Wie lange sie wohl schon verheiratet sind? Rennen kann man übrigens nicht in der eigenen Wohnung. Ich dachte schnell drauf rein, aber nein. Bestimmt die Kaffeemaschine. Kaffee läuft! Toll, danke. Ich werde welchen brauchen, wenn ich das hier bis morgen fertig haben will. Vielleicht ist das Telefon einfach bloß etwas, ja. Besonders Schmuck. Besonders schick aus vergangenen Tagen. Vielleicht haben sie dafür einen besonderen Fable. Ich habe gerade die Coverentwürfe fertig. Sie liegen auf deinem Schreibtisch. Sag mir, wie sie sind. Im Ernst? Hätte nicht gedacht, dass du das so schnell schaffst. Ab und an kann ich wahre Wunder vollbringen, mein Schatz. Ach ja? Zumindest warst du letzte Nacht dieser Meinung. Kam ich eigentlich auch durch? Na, das ist wieder abgeschlossen. Das wäre eine Abkürzung gewesen. Ah, Pustekuchen. Ah, schon gesehen. Und die Schreibmaschine ist auch etwas, ja, wie das Telefon, in der Zeit zurückgeblieben, aber auch schick. Die sehen super aus. Oh, klar, bis Barry sie in die Finger kriegt. Was übrigens nur über meine Leiche passieren wird. Letztes Mal war das letzte Mal. Oh, apropos Barry, er hat angerufen. Oh, die Phobie. Alan? Bitte überprüf den Sicherungskasten. Ich bin hier, schon dabei, Schatz. Beeil dich. Ich bin hier, Süße. Ich bin okay, mach nur das Licht wieder an. Sicherungskasten, jetzt, da. Bitte. Schatz, das ist ein Stromausfall. Ich hab die Taschenlampe. Okay. Hier, Gucklicht. Alles okay? Hey. Es tut mir leid. Ich hatte eben einfach Angst. Keine Sorge. Wir holen die Kerzen raus. Oh, da wird's ja noch gemütlicher. Aber es ist. Besonders, wenn ich nicht darauf vorbereitet bin, weißt du? Es macht mir Angst. Ich liebe dich. Erzähl mir eine Geschichte. Okay. Als Kind hatte ich immer diese Albträume und auch Angst vor der Dunkelheit. Als es richtig schlimm wurde, gab mir meine Mutter einen alten Lichtschalter, genannt der Klicker. Den Klicker, hä? Ja, wann immer ich Angst vor der Dunkelheit bekam, konnte ich mit dem magischen Licht des Klickers die Monster vertreiben. Na klar. Hier ist er. Alan. Vielleicht hilft er dir auch. Ja, hübsche Geschichte, Schreiberling. Das hast du dir gerade ausgedacht. Nein. Nein, ernsthaft. Ich liebe dich, auch wenn du ein Lügner bist. Dankeschön.
Bright Falls. Heute. Wie geht's Ihnen, Mr. Wake? Ist Ihnen übel? Sind Sie desorientiert oder so? Mr. Wake, wie geht es Ihnen? Mir geht's gut. Meinem Kopf auch. Ich musste die Kopfschmerzen und den Gedächtnisverlust verschweigen. Sonst würde er mich ins Krankenhaus schicken. Ich konnte nicht ohne Alice hier weg. Sehr gut. Ich glaube, Sie haben keine Gehirnerschütterung, aber Sie haben ganz offensichtlich einen Schock. Sie sollten sich ein paar Tage ausruhen. Danke. Gut, Mr. Wake, das war's. Werden die Schmerzen stärker oder zeigen Sie andere Symptome, kommen Sie einfach wieder vorbei. So, das war's dann. Sarah, Sheriff Breaker, wartet auf Sie. Sie macht ihre Arbeit sehr gut. Ich bin sicher, dass sie ihre Frau schnell finden wird. Dr. Nelson war der typische Kleinstadtarzt. Sheriff Breaker hatte ihn wegen meiner Kopfwunde aufs Revier kommen lassen. Was denn, Fisch? Okay. Tut mir leid, dass Sie die Angeltour abbrechen mussten, Doktor. Oh, ein Prachtstück, oder? Nicht mein größter Fang bisher, wenn Sie das einem passionierten Angler glauben wollen. Aber schon nah dran. Das ist ein Forellenbarsch. Genau das, was man mit einem Köder fangen will. Wenn Sie hinter Forellen oder Lachsen her sind, sollten Sie es lieber mit Fliegenfischen versuchen. Sind Sie Angler, Mr. Wake? Na, ist wohl eigentlich egal. Da draußen kann es sehr entspannend sein. Zu dieser Jahreszeit kriegen Sie mich vom Wasser gar nicht mehr weg. Für mich ist das mein Paradies. Das glaube ich Ihnen aufs Wort. Wenn es nicht so neblig, stürmisch und dunkel ist, sieht es ja auch sehr idyllisch aus. Auch bei Nacht sieht es ja bestimmt idyllisch aus, aber teilweise nicht für uns oder überhaupt nicht für uns. Ich glaube, Sheriff Breaker ist in Ihrem Büro. Es ist da Breaker. Am Ende des Flurs. Sheriff Breaker. Breaker. Oh, wir können was malen. Oder auch nicht. Nun gut, nun gut, nun gut, Sheriff. Dann werden wir mal sprechen, aber in der nächsten Folge. Mir gefällt das Spiel so gut. Warum ich das nicht eher gespielt habe? Ey, was ist denn da los gewesen? Naja, wie gesagt, mir war bewusst, dass das Spiel sehr gut sein soll. Und Vorfreude ist ja auch eine sehr schöne Freude. Und daher freut euch auf die nächste Folge. Ich freue mich auf jeden Fall. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und tschüss.